Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Gelb, wo ich eigentlich ein bisschen später erst einschalten wollte, denn ich habe mich bereits von Orania City, wie ihr an der blauen Farbe sehen könnt, zurückbegeben nach Azuria City. Wir sind ja noch nicht ganz mit dem Arena-Kampf in Orania City fertig, aber etwas, das mir einfach schlaflose Nächte bereitet hätte, fast, war dieses Bisasam hier. Und jetzt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, aus dem Nichts, mein Pikachu ist gut drauf, ich habe sonst nichts anderes gemacht, fragt mich die nette Frau doch ganz plötzlich, ob ich mich tatsächlich nicht gerne um dieses Bisasam kümmern möchte. Ja, da sage ich natürlich nicht nein. Ne? Keine Ahnung, was jetzt die ganze Zeit das Problem war. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe mich in ein paar Foren umgeguckt, gelesen, was ist da los, ne? Da meinten einige, ja. Ja, klar, mache ich. Meinten einige, naja, selbst wenn euer Pikachu so drauf ist, Achtung. Genau so, was es ja die ganze Zeit war. Ihr erinnert euch, ich habe das Bildmaterial als Beweis hier. Dann gebt ihm doch einfach ein, zwei Tränke hinterher, selbst wenn die KP voll sind und dann irgendwann ist das kleine Mäuschen schon glücklich, unser Manfred hier. Habe ich gemacht. Hat's alles nicht gebracht. Kann mir keiner erzählen. Ne? Also, ich meine, wie gesagt, ihr habt's gesehen. Jetzt bin ich schon total besoffen gefahren. Jetzt habe ich mir jetzt einen Tränke umsonst gekauft. Ich habe extra 10 Tränke gekauft. Aber egal. So, da wir den ganzen Weg von Orania City natürlich mit dem Fahrrad zurückgelegt haben, gucke ich jetzt hier nochmal kurzerhand in der Pension vorbei. Wie es unser Myrapla geht. Da peilen wir immer noch, glaube ich, 6 Level an, genau. Um es dann in Level 21 selbst zu... Es hat sich... Ja, dann müssen wir es natürlich mitnehmen. Das hast du super gemacht. Du kannst kein weiteres Pokémon tragen. Das trifft sich gut. Ja, sorry, Leute. Dann, fahren wir natürlich nochmal zurück. Denn wir haben es ja, wie gesagt, in Level 11 gefangen. Dann hatte es, wer sich erinnert, es war ein epischer Kampf, der so episch langweilig war, dass ich mir dachte, das kann echt nicht sein. Dann hat es ganz alleine, wir waren perfekt vorbereitet, hat es ganz alleine Misty platt gemacht mit ihrem Sterndu und ihrem Starmie und dann, ja, war es zack in Level 14. Da ich aber nicht weiter trainieren wollte, habe ich es dann in der Pension abgegeben. Und von da aus, ja, ne, haben wir jetzt gesehen, hat es mal eben kurz 6 Level hier hochgezogen. So, unser Horny ist in Level 22. Das ist bereits ein Nidoqueen. Ich muss mal ganz kurz, das ist schon ein bisschen her, die letzte Aufnahme. Ein bisschen hier Revue passieren lassen. Das ist unser Nidoran männlich, das sich gerade zu Nidorino entwickelt hat. Wir erinnern uns alle an den grandiosen Kampf, in dem am Ende gleichzeitig unser Nidoran zu Nidorino wurde und unser Karpador in Level 19 zu Garados endlich in Level 20. Wir nehmen wir denn mal mit? Party Rock, okay, war wahrscheinlich gedacht für die Arena, an sich nicht gerade dumm. Manfred ist klar, Paras, Zerschneider brauchen wir auf jeden Fall. Glumanda wollen wir zu Glutexo machen, macht auch Sinn. Und das sind 2 Boden-Pokémon. Wir brauchen aber mindestens 2 Platz, denn ich würde eigentlich ganz gerne Knofensa auch noch abgeben. Als nächstes in der Pension, deswegen nehmen wir Party Rock erstmal nicht mit, sondern holen den vielleicht in Orania City dann nochmal ab. Und das ist jetzt total dämlich. Ich muss jetzt quasi 2 Platz machen. Ah ne, doch nicht. Schon gut. Gut, dann hier Manfred. Ne, Manfred legen wir lieber nicht ab. Der ist gerade gut drauf. Dann legen wir doch... Ja gut, können wir ja nachher wiederholen. Glumanda ab. Ist überhaupt kein Problem. So, und ganz kurz mal hier ist unser Bisasam. Juhu! Ganz kurz mal zu dem Fail, den ich auch... Ich habe ja so einen kleinen Rage in der letzten Folge gehabt, was das Shiggy in Orania City angeht. Da, Knopfenser mitnehmen, ja genau, sorry. Knöpfe drücken nicht vergessen, Jens, Knöpfe drücken nicht vergessen. Da muss ich sagen, habe ich nicht ganz zu Ende gelesen. Das tut mir leid, da werden sich wahrscheinlich die meisten von euch auch gedacht haben, duh, Alter, weißt du, wie blind kann man sein? Hoppla. Da waren wir durchaus ein guter Trainer, gehe ich mal davon aus. Unser Pikachu ist ja gerade hier in Topform, aber trotz allem gibt die Polizistin uns ihr Shiggy erst, wenn wir ein richtig guter Trainer sind. Und das heißt natürlich in Orania City, wir müssen Major Bob besiegt haben. Das macht doch alles Sinn. Haben wir noch nicht getan. Überhaupt kein Thema. Mein Fehler. Probieren wir natürlich nach dem Arena-Orden, nachdem wir den geholt haben, direkt nochmal. Hallo! So, Myrapla hat sich toll entwickelt. Ist jetzt 7 Level gestiegen. Nein. Aber die paar Schritte haben wir jetzt immerhin... Was? Ja, du bekommst natürlich $700 von uns. Klar, sicher. Hier hast du...
haben jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was gebracht, sodass das nächste Level unmittelbar bevorsteht. Wir gucken mal gleich. Myrapla, Level 20. Cool. Status. 246 EP. Das ist ja nix. Und es kann Absorber, Gift, Stachel... ich wollte sagen Stachelpuder. Giftpuder, Stachelspore und Schlafpuder. Das ist cool. Damit ist es durchaus gut ausgestattet. Und als nächstes geben wir hier unser Knofenser ab. Das in Level 12 ist, also 8 Level hoch muss. Können wir es auch gleich mal merken. Ja. Bitte unser Knofenser hier. Also ihr merkt schon, ich habe mich gerade wegen der Sache mit den Attacken entschieden. Ich werde natürlich wahrscheinlich niemals wichtige Pokémon hier abliefern, weil ganz ehrlich, wenn die schon 4 Attacken können, dann verlernt der, und die wollen eine neue Attacke lernen, während die in der Pension sind, dann verlernen die, wie gesagt, generell die erste oder die oberste Attacke, und je nachdem, welche das ist, kann das ganz schön bitter werden. Deswegen, Pokémon, auf die wir hier wirklich Wert legen und die wir nicht einfach nur entwickeln wollen, weil wir ja gerne möglichst viele am Ende haben wollen, ne? Gotta catch them all. Die werden wir dann nicht abliefern, sondern schön selbst hier trainieren, hardcore-mäßig, so wie unser Karpador, ne? Denn Gyarados kann später schon ganz nett werden. Das nehmen wir jetzt natürlich nicht mit, weil was soll das in der Elektro-Arena? Das wäre der größte, als Flug-Wasser-Pokémon, größte Fail aller Zeiten. Aber da wir auch in der Arena selber noch ein paar Gegner zu besiegen haben, nämlich genau 3, glaube ich, und dann noch das Schalterrätsel lösen müssen, wenn möglich alles am besten in dieser Folge. Scheiße, ich habe schon wieder vergessen, mir die Uhr zu stellen. Sorry. Wir greifen das auf das Pokémon-Lagerungssystem zu und nehmen, wo ist er? Glumanda mit, jawohl. Den nehmen wir mal mit. Und dann unser Myrapla wollen wir natürlich möglichst fix entwickeln, deswegen nehmen wir den auch mit. Level 20 steht ja auch gar nicht so schlecht da. Paras müssen wir, wie gesagt, mitnehmen, sonst kommen wir da unten nicht rein. Ich habe es beim letzten Mal, als ich Feuerrot gezockt habe, ein bisschen anders gemacht. Ich bin es ehrlich gesagt leid. Meine VMs immer an irgendwelche, habe ich jetzt schon öfters gesagt, super Pokémon zu verschwenden. Und am Ende dann ständig zu denken, ah, die Attacke hätte ich immer gerne noch beigebracht. Und die und die. Und ihr kennt das, ne? Manchmal ist 4 einfach zu wenig. Außer vielleicht so Sachen wie Surfer und Fliegen, ne? Das ist dann die Ausnahme. So. Hi. Ach, die reden gar nicht mit uns. Ganz kurz mal eben gucken, wer ist unser Starter-Pokémon? Horny. Nee, wir wollen dich erstmal hier in Level 23 kriegen. Deswegen fängst du mal an. Einfach so, weil wir es können. Nee, Quatsch. Wir wollen ja die Kleinen hier trainieren. Nochmal Myrapla. Tausch du mal, du hast nur ein Level. Bei Nidoqueen geht es nur um Level 23, weil es dann eine neue, weil es am Body Slam lernt. Das hätte ich ganz gerne, dass sie das kann. Ja. Ein Tipp, der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Das ist nett, dass du mir das sagst, aber ach, hier sind doch nur 2 Trainer. Hä? Hallo, will hier keiner mit mir kämpfen? Okay, ich rede. Major Bob, hat hier irgendwo... Seid ihr doof? Wollt ihr mir jetzt alle das Gleiche sagen? Bist du der Einzige, der hier gegen mich kämpfen will? Major Bob war mein Ausbilder. Ich dachte, du bist ein Gentleman. Sind nicht für gewöhnlich älter als Major Bob? Major Bob sieht ja so ein bisschen aus wie so ein alter Navy Seal. Werdet ihr ja gleich sehen. Oder wahrscheinlich auch auf dem Thumbnail schon gesehen haben. Ich denke mal, den werde ich da auf jeden Fall mit draufpacken. Hey, Voltoball, wehe, du machst Kreideschrei. Ich schwöre, ich raste aus. So. Ja gut, du kannst nicht wirklich viel gegen Voltoball ausrichten. Machen wir uns nichts vor. Holen wir mal ganz schnell unser Horny raus. Myrapla, du sollst ja nur die EP kriegen, ne? Bisschen EP-Teiler hier. An sich Elektro-Pokémon nicht so das Riesenproblem. Ja, du Assi! Du Vollspacken! Boah, wie ich diese Attacke hasse, ne? Zum Glück habe ich... Boah, gut, dass wir gewechselt haben. Weil das hätte für unser Myrapla wahrscheinlich schon fast den Tod bedeutet. Nidoqueen lacht da fast drüber. Vor allem ist es eine Selbstzerstörungsattacke. Ne? So richtig Harakiri. Und wir erreichen Level 23. Hey, das ging ja ohne zu gucken. Ich habe nicht geguckt, ich schwöre. Das ging ja super schnell. Yay! Nidoqueen versucht Body Slam zu erlernen. Sauber. Aber Horny kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Body Slam vergessen werden? Ja, Siggi. Welche Attacke soll vergessen werden? Heuler. Heuler oder... Ja, natürlich Heuler. Selbstverständlich. Cool. So, jetzt haben wir auch eine richtig schöne, nette Normalattacke hier. Können auch natürlich noch Tackle, aber Body Slam hat ja bekanntlich unter anderem auch noch die Kunst oder den netten Nebeneffekt,
dass es das Pokémon möglicherweise paralysiert. Ne? Von daher, so, da wir aber in den letzten Folgen genug gefailt haben, wollen wir jetzt hier mit größtmöglicher Effizienz vorankommen und ja, eigentlich wäre jetzt cool, werden die meisten von euch denken, so denke ich aktuell auch, weil ich, wie gesagt, zuletzt Feuerrot gespielt habe, jetzt einfach Glumanda rauszuholen, und mit Glut ist ja sehr effektiv gegen einen Stahl-Pokémon. Dummerweise ist dieser Typ hier noch nicht vorhanden und deswegen können wir Magnetilo nicht so wirklich viel anhaben. Probieren es stattdessen einfach mal mit dem guten Body Slam. Yeah, was habe ich gesagt? Der haut richtig rein. Oh nein, Ultraschall. Egal, noch ein Body Slam hinterher und das war's dann auch. Ja, yeah, das sind so diese Attacken, warum ich gesagt habe, nein, wir entwickeln Nidorina früher. Hey, Myrapla erreicht Level 21, aber das läuft hier wie am Schnürchen. Nerd besiegt Gentleman. Ja, und also wenn es jetzt so gut läuft. Ich habe, wie gesagt, die Uhr jetzt echt nicht im Auge gehabt. Hey, Myrapla entwickelt sich. Dann können wir ja eigentlich direkt durchziehen, oder? Ich weiß jetzt wirklich nicht, ich hoffe, wir überziehen nicht, aber eigentlich so lange kann die Folge noch gar nicht gehen. Wir haben jetzt nur Bisasam geholt, sind einmal nach Orania City gefahren. Pension, bla bla bla, nö. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, man verliert hier relativ schnell das Zeitgefühl, wenn man zockt. Hey, hier, hör, beim ersten Mal sofort getroffen. Ich werde ihn betätigen. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen hier, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Chance 25% ist oder noch kleiner, weil es 8 Möglichkeiten gibt. Ich glaube, die Diagonalen zählen nicht. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal mit dem Rechten. Hey! Boah, heute ist mein Glückstag. Ich merke schon, das könnte eine gute Session werden. Eine sehr unterhaltsame Session hatten wir übrigens auch. Hier ist nichts, bloß Abfall. Na gut, macht nichts. Hey, Bro, na, alles klar. Da du aber sofort aufs Maul gibst, tauschen wir mal direkt für die EP zu Glumanda. Duflor haben wir jetzt. Und dann muss ich nach dieser Folge erstmal wieder ganz kurz reingucken. Und eruieren, wann wir denn jetzt genau... Stöckischeinen! Willkommen in der Pokémon-Arena von Orania City. Was ist das? Eine halbe Portion als Herausforderer? Du hast ganz schön Mumm, mich zum Kampf herauszufordern. Du Wicht! Ja, wie gesagt, also er hat wirklich was ein bisschen von seinem alten Navy Seal. Ein Pokémon-Kampf ist kein Zuckerschlingen, Junge! Du hast keine Wahl, du musst aufgeben! Wer hat dir gesagt, dass wir aufgeben müssen? Wir machen dich einfach platt. Wenn es auch unserem Nidoqueen jetzt nicht hervorragend geht, aber was glaubt... Ach genau! Das ist übrigens ein netter Unterschied zu Pokémon Rot und Blau. In Pokémon Rot und Blau hätte er ein Voltoball in Level 21, ein Pikachu in Level 18 und ein Raichu in Level 24. Hier hat er einfach mal ein Imba-Raichu in Level 28, was zugegebenermaßen ganz schön krass zuhauen kann. Und zwar kann es mal eben Mega Kick, was hier noch keine Kampfattacke ist, zum Glück, das wurde später auch geändert. Da haben wir auch schon den Beweis, da kann es nämlich Mega Kick. Wow, alter Schwede, ey. Und es hat eine so krasse Init, dass es ruckzuck zweimal dran ist. Der kleine Unterschied zu unserem Manfred, ne? Da habt ihr es gesehen. Gut, hatte ich jetzt etwas verpeilt. Hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht total übernommen. Ah, hätte ich ihm vorher mal lieber einen Trank gegeben. Ich hatte auch, glaube ich, keinen Supertrank mit. Von daher wäre das eh nicht so das Wahre gewesen. Ja klar, noch ein X-Tempo. Ja klar, der ist doch nicht schnell genug. Ne? Der kleine feine Unterschied zwischen Raichu und Pikachu. Also Raichu ist wirklich absolut zu gebrauchen, während Pikachu, ehrlich gesagt, relativ lächerlich ist. Aber das können wir auch. Ein Ruckzuck-Hieb hinterher, das schade. Der hat nicht so wirklich was abgezogen. Genau, und da ist das zweite Problem. Es kann nämlich auch noch Mega-Hieb, natürlich. Mega-Hieb und Mega-Kick. Achso, und übrigens Donnerblitz natürlich auch noch. Schade. Jetzt haben wir die beiden Schalter gefunden. Die müssen wir, glaube ich, beim nächsten Mal auch wieder aufmachen. Tja, sorry Leute, da habe ich mich wohl, holla die Waldfee, von oben bis unten übernommen. Können wir höchstens mal versuchen, ob wir hier mit Schlafpuder ein bisschen Glück haben. Boah, holla die Waldfee, kann der draufhauen. Aber das Schlafpuder sitzt, das ist schon mal nicht so verkehrt. Dann können wir ganz schnell ein bisschen Absorber machen und unsere KP wieder auffüllen. Das könnte jetzt sogar mal sein, dass diese Technik ein bisschen greift. Na gut. Das zieht den Kampf jetzt unnötig in die Länge, ich weiß, aber wenn wir bei diesem ersten Versuch failen, tut mir leid, dann werden wir wahrscheinlich sogar erstmal ein bisschen trainieren gehen müssen.
Wir haben ja östlich von Orania City sogar noch die gute Dicta-Höhle. Da wollen wir natürlich auch noch rein. Der einmal kurz einen Besuch abstatten. Die uns ja quasi so halbwegs zurück nach Hause führt. Oh, aufgewacht. Aber wir sind trotzdem nochmal zuerst dran. Konnte ich ja nicht ahnen, sonst hätte ich jetzt nochmal Schlafpuder gemacht. Hey, immerhin hat ordentlich was gebracht und wir machen sofort wieder Schlafpuder. Und da kommt auch schon der Donnerblitz, der eventuell reichen könnte, um uns hier richtig... Nee, doch nicht, cool. Jetzt müssen wir ein bisschen Glück haben. Und wir haben Glück und schläfern Raichu wieder ein. Coole Aktion. Also, tja, unser Duflor hat schon mächtig drauf und ich weiß noch nicht, wann wir es entwickeln, weil Duflor, beziehungsweise Giflor, ist schon nicht ein echt nettes Pokémon. Hat aber, wie ich ja, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal bei Akani, da ist das extrem krass, oder am Beispiel Akani erklärt habe, den Nachteil, wenn man es jetzt relativ früh, zum Beispiel einfach jetzt direkt entwickelt, um die maximale Anzahl an KP und Attackenpunkten und so weiter abzusahnen. Ja. Leider Gottes so gut wie keine Attacken mehr zu erlernen. Das ist bei den Pokémon, die also durch einen Stein entwickelt werden, ist das völlig normal so. Ja, und der Megakick hat natürlich gereicht, um uns jetzt hier platt zu machen. Los, Paras! Wenn du Glück hast, kommst du zu einer Attacke. Und zwar zu Kratzer. Ernsthaft? Das schwächste Pokémon und er attackiert mit Heuler, um unseren Angriff zu senken, der eh schon total lächerlich ist gegen ein Level 28 und damit doppelt so starkes Pokémon. Der Mega-Heap dürfte ein One-Hit werden. Ja. So, wenn wir uns jetzt vor Glück bescheißen, dann überlebt Nidorino diesen Kampf. Und wenn diese Hornattacke hier sitzt, jawohl, es macht einen Heuler, dann... Nice. Und nochmal, nein, der Megakick. Das darf jetzt nur kein One-Hit-Wonder werden, aber ich denke mal, das könnte reichen. Ja, es reicht. Scheiße. Und jetzt brauchen wir riesig Glück. Das, boah, das wäre so nice. Weil das wird wahrscheinlich gleich zwei oder drei Level überspringen, wenn jetzt Glumanda trifft. Das wäre der Hammer. Ah, schade. Schade. Um eine Attacke. Schade. Das hätte jetzt wirklich, das wäre mega nice gewesen. Ja, sorry, Leute. Das... Also, natürlich hätte Nidoqueen das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen können. Ja, Pikachu ist natürlich jetzt voll pissig. Ach nee, er ist einfach nur, nö, sagt so, nö. So, und das Schlimmste, scheiße, das Schlimmste ist, da wir zuletzt hier im Pokécenter waren und nicht in Orania, hä, wir waren doch, ach so, nee, aber wir haben uns da nicht geheilt, scheiße. Dürfen wir jetzt auch noch zurückfahren. Das aber, ohne dass ich jetzt weiß, wie lang die Folge wirklich war, tue ich euch jetzt nicht zu 100% an, sondern ich sag einfach schon mal wieder Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass wir es jetzt hier in diesem ersten Versuch nicht geschafft haben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich in der oder auf dem Weg zur Dicta-Höhle. Trainieren da noch ein bisschen, da wir gesehen haben, dass Raichu, das stellt uns schon vor einige Probleme hier. Und dann gehen wir bei nächstbester Gelegenheit natürlich wieder Major Bob an, denn wir wollen diesen Orden natürlich haben. Und ja, bis dahin sage ich, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Nerdy Talk hier mit dem Let's Play Pokémon Gelb. Ciao.